wollen jetzt mal dazu kommen, welche Erkenntnisse die Forschung uns zu den Risiken des Cannabiskonsums berichten kann. Ich begrüße Professor Derek Herrmann. Er ist leitender Oberarzt, auch in der Klinik für Suchtmedizin und abhängiges Verhalten, Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Er hat unter anderem auch über die Auswirkungen von Cannabiskonsum auf Entwicklung des Gehirns veröffentlicht. Und eine ganz aktuelle Veröffentlichung von ihm findet sich im zweiten alternativen Suchtbericht, der kürzlich vorgestellt wurde. Risiko-Cannabis-Politik. In seinem Beitrag geht es um wissenschaftliche Erkenntnisse von Kausalzusammenhängen und, wie ich finde, um interessante Schlussfolgerungen. Bitte sehr. Herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung und auch ich möchte natürlich zuerst herzlich gratulieren zum Geburtstag. Ich finde es immer noch beeindruckend, fand es von Anfang an beeindruckend, wie sehr denn auf dem Engagement von doch so wenigen Leuten sowas Tolles entstehen kann wie der Therapieladen, der einfach sich durchsetzt in der Bundesrepublik und überall präsent ist. Also nochmal weitere 10 erfolgreiche Jahre wünsche ich Ihnen. Erstmal bis zur nächsten Feier. Gut, im Prinzip beschäftige ich mich auch mit Neurobiologie und ich würde, glaube ich, gerne damit anfangen, Ihnen da ein bisschen was zu präsentieren. Das ist vielleicht ungewohnt, weil die therapeutisch arbeiten, häufig eher ja direkt mit den Menschen zu tun haben und deswegen wenig mit der Biologie. Trotzdem, glaube ich, ist das doch wichtig, vor allen Dingen, weil eben in den letzten Jahren viele Sachen entdeckt worden sind, die relevant sind. Zum einen ist klar, dass eben die Cannabinoid-Rezeptoren entdeckt worden sind und das ist noch gar nicht so lange her. Das war also 1988 und 1993 dann auch die Cannabinoid-2-Rezeptoren, die vor allen Dingen in den blutbildenden Zellen der Milz sitzen. Und noch neuer ist die Entdeckung der endogenen Cannabinoid-Rezeptor-Liganden Anandamid und 2-AG, die eben erst in den 90er Jahren entdeckt worden sind. Umso wichtiger ist es vielleicht einfach, da nochmal ein bisschen Informationen zu sammeln, wie das denn funktioniert. Das heißt, jetzt werde ich ganz kurz 5 Minuten darauf eingehen, wie denn Cannabis im Gehirn wirkt. Da haben wir ein Gehirn. Wenn man sich da einfach mal das Ganze genauer anschaut, im Kleinen, dann besteht das, was für das Denken wichtig ist, das sind die Nervenzellen. Hier sehen Sie 2 Nervenzellen und in dem Bereich kommunizieren die Nervenzellen miteinander, das heißt, sie leiten einen elektrischen Reiz von dort hier, von der einen Zelle zur anderen über. Die Zelle, der Teil, in dem diese beiden Nervenzellen miteinander kommunizieren, nennt man Synapse und hier sehen Sie einfach eine Synapse. Hier kommt also das Signal. Hier werden dann Neurotransmitter, die in Vesikeln gespeichert sind, ausgeschüttet. Die kleinen blauen Punkte sind ja Neurotransmitter, die werden freigesetzt, binden auf der anderen Seite an der Postsynapse an Rezeptoren und leiten dann das Signal weiter. Der häufigste Neurotransmitter im Gehirn ist das Glutamat, der eben genau hier funktioniert und es ist auch klar, dass zu viel Glutamat im synaptischen Spalt die Nervenzellen schädigt. Das nennt man Exzitotoxizität und das ist ähnlich wie bei einem Auto, wenn man die ganze Zeit im dritten Gang 150 fährt, dann geht es auch irgendwann kaputt und so ähnlich ist das im Gehirn eben auch. Zu viel Erregung, zu viel Weiterleitung ist da schädlich. Und da kommen wir eben dann zu der Funktion von dem Endocannabinoid-System. Hier sehen Sie das Ganze nochmal, so wird das Signal geleitet. Jetzt habe ich da einfach mal Cannabinoid-Rezeptoren eingezeichnet und hier auf der anderen Seite, da sitzen die Endocannabinoide. Im Endeffekt funktioniert das also so, dass die Endocannabinoide andocken, die werden also an der Postsynapse ausgeschüttet, wirken dann rückwärts. Das Signal geht eigentlich in die Richtung, die wirken aber rückwärts und führen dann auf der Seite zu einer Hemmung der Ausschüttung von Neurotransmittern. Und damit hemmen sie letztendlich die Nervenzellübertragung, sodass das Signal hier abnimmt und dadurch eben auch keine Übererregung
entstehen kann. Das ist ein Mechanismus, über den die Endokannabinoide eventuell sogar sehr positive Eigenschaften auf das Gehirn haben könnten. Und das ist das, was auch in der Forschung seit Entdeckung der Endokannabinoide letztendlich intensiv beforscht wird. Umgekehrt gibt es natürlich auch Neurotransmitter, die nicht erregend wirken, sondern hemmend, sodass, wenn diese hemmenden Neurone, die meistens mit dem Neurotransmitter GABA funktionieren, gehemmt werden, entsteht wieder insgesamt eine erregende Gesamtwirkung. Kommen wir aber nochmal zu den Hauptwirkungen. Also, es ist klar, die Endokannabinoide schützen das Gehirn von einer Übererregung und könnten deswegen neuroprotektiv sein. Und das wird auch erforscht beim Schlaganfall, bei Parkinson, Multiple Sklerose, anderen neurodegenerativen Erkrankungen. Man kann sich direkt auch ableiten, was die Effekte sind, wenn man jetzt quasi exogen von außen Cannabis zuführt. Nämlich dann wird diese Hemmung verstärkt und deswegen werden die zentralnervösen Vorgänge verlangsamt, man wird sediert und müde. Das Heilgefühl passt nicht unbedingt so dazu, aber der Antrieb ist gemindert, ist alles gleichgültig. Die Psychomotorik funktioniert nicht mehr so gut. Also letztendlich sind das alles Zeichen von einer Hemmung. Vegetativ entsteht auch einiges an Wirkungen, was mit einer Hemmung erklärt werden kann. Es gibt dann noch einige weitere typische Wirkungen, nämlich dass das Hungerzentrum aktiviert wird und dass Schlaf induziert wird. Ganz interessant ist auch gerade im psychiatrischen Bereich, dass man entdeckt hat, dass das Endokannabinoid-System für das Löschen von unangenehmen Erinnerungen eine große Rolle spielt. Und das könnte natürlich bei Traumata, Schmerzen oder Depressionen eine sehr große Rolle spielen. Auch hier finden intensiv Forschungen zum Endokannabinoid-System statt. Das alles sind letztendlich Prozesse, die durch die Zufuhr von Cannabis von außen, also durch den Cannabiskonsum, verändert werden. Das muss man sich immer klar machen und hilft ein bisschen zu verstehen auch, wie es denn dazu kommt, dass Cannabis schädlich sein kann. Dass Cannabis auf die Gesundheit einen Einfluss hat, das ist, glaube ich, schon lange bekannt. Ich werde mich hier versuchen, darauf zu konzentrieren, was denn neu ist, weil ich denke, es ist eine alte Diskussion und es kommt ja immer was Neues dazu. Deswegen werde ich mich vor allen Dingen beschäftigen mit Psychosen und mit den neuropsychologischen Defiziten, die durch Cannabis entstehen. Klar ist auch, dass die anderen hauptsächlichen Störungen durch Cannabis die Abhängigkeit betreffen, dazu haben wir schon eigentlich gehört, Angsterkrankungen, Unfälle, die im intoxikierten Zustand entstehen und dann natürlich noch die Schäden, die eigentlich gar nicht durch Cannabis entstehen, sondern durch den gleichzeitigen Konsum mit Tabak, wie er in Deutschland und in Europa eben üblich ist. Ganz wichtig ist auch, sich immer wieder klarzumachen, dass so wie bei allen Substanzen natürlich die Schädlichkeit immer davon abhängt, wie viel man und wie häufig man konsumiert, wie hoch die Konzentration des Wirkstoffs ist, ob Beimischungen dabei sind. Das ist, glaube ich, wichtig zu betonen, das trifft jede Substanz, ob Alkohol, ob andere Drogen, wird aber häufig etwas vergessen. So, kommen wir zu Cannabis und Psychose. Schon lange, schon mehr als 30 Jahre lang, ist eigentlich bekannt, dass Cannabiskonsumenten häufiger eine Psychose entwickeln als Nicht-Cannabiskonsumenten. Dabei muss man sagen, es geht um die Person. Person, in dem Fall zum Beispiel wie in dieser Studie in Schweden, ist die bekannteste. Da wurden 50.000 Personen, die fürs Militär gemustert wurden, untersucht und befragt nach dem Cannabiskonsum, 25 Jahre nachverfolgt und doppelt so viele von denen, die bei der Musterung schon Cannabis konsumiert hatten, haben eine Psychose entwickelt, als diejenigen, die noch kein Cannabis oder die kein Cannabis konsumiert haben. Jetzt weiß man allerdings nicht, liegt das am Cannabis, dass sie später eine Psychose gekriegt haben, oder gibt es nicht andere Faktoren, die da eben auch eine Rolle spielen? Und das ist eben das, was das Schwierige ist in der Beurteilung. Das heißt, in dem Fall ist die Frage der Kausalität eben einfach eine sehr wichtige Frage, die eben man diskutieren muss. Eine deutsche Studie gab es auch, wenn man sich die Zahlen hier nochmal anschaut, dann ist das die wichtigste Zahl hier, dass relative Risiko auch genannt. Das heißt, diese Zahl zum Beispiel von 2,1 kann man interpretieren, dass also das Risiko für diejenigen, die Cannabis konsumiert haben, in dem Fall vor dem 18. Lebensjahr, um den Faktor 2,1 steigt, später eine Psychose oder
einen Faktor 2,1 höher war, später eine Psychose zu entwickeln. Die Zahlen liegen also insgesamt in diesem Bereich von etwa 1,5 bis 2,8-fach, 3,1-fach erhöhtem Risiko für eine Psychose. Diese Studien sind dann kritisiert worden und das ist, glaube ich, auch insgesamt der Knackpunkt bei den Diskussionen über die schädlichen Folgen des Alkoholkonsums. Es ist nämlich so, dass es häufig gemeinsame psychosoziale Risikofaktoren gibt für eine Psychose, übrigens auch für die neuropsychologischen Defizite und für Cannabiskonsum. Das heißt, alle diese drei Faktoren gehen einher mit diesen Faktoren: niedrige Bildung, niedriges Einkommen, Arbeitslosigkeit, hoher Mediengebrauch, wenig Sport und so weiter. Ich glaube, das ist klar und das ist eben einfach auch ein Stückchen weit das Problem. Also diese Faktoren begünstigen Cannabiskonsum, begünstigen eine Psychose und begünstigen neuropsychologische Defizite, sodass das Ganze sehr anfällig ist für politische Diskussionen. Der eine kann halt sagen, der hat eine Psychose entwickelt, weil er so viel Cannabis konsumiert und der andere kann sagen, stimmt gar nicht, sondern es liegt nur daran, dass er eben ja, eine Gewalterfahrung hatte, andere Drogen konsumiert, zu viel Medien gebraucht, keine Ausbildung hat und so weiter. Und damit kommt man eben einfach zu einer Diskussion, die beide Seiten sehr gut nutzen können. Die einen sagen immer, es ist so, die anderen so und da kann man sich letztendlich nie einig werden. Deswegen glaube ich, ist es doch gut, wenn man erstens sich das klar macht, dass das so ist, dass man also diese Faktoren mit berücksichtigen muss und dann natürlich auch Studien darauf prüft, ob denn das wirklich ordentlich berücksichtigt worden ist. Und das ist das, was, glaube ich, dann zum Beispiel in diesem Review gemacht worden ist, bei dem man eben letztendlich 35 Studien eingeschlossen hat und insgesamt 60 potenzielle Einflussfaktoren kontrolliert hat und insgesamt dann eben kein Risiko gefunden hat, was um den Faktor 1,5 bis 3, also nicht um 150 bis 300% erhöht ist, das Risiko für eine Psychose, sondern nur um 41%. Das muss man sich trotzdem aber weiter klar machen. Das heißt, das Risiko von Cannabis ist nach unten korrigiert worden auf der einen Seite, es bleibt aber ein mit 41% erhöhtes Risiko bestehen. Das heißt, da kann man schon sagen, eigentlich relativ klar, Cannabiskonsumenten, wahrscheinlich durch das Cannabis, entwickeln häufiger eine Psychose. Das waren jetzt die psychosozialen Einflussfaktoren. Aber es gibt auch noch rein biologische Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Genetik. Da hat man 2005 ein Gen gefunden, was im Dopaminabbau, was eigentlich schon auch mit Psychose zu tun hat, was da eine Rolle gespielt hat, bei dem, was ein Risikogen für die Entwicklung von Psychosen unter Cannabis war. Jetzt hat man das allerdings nicht replizieren können und das ist eben einfach eine weitere Anforderung an Studien, dass eben Ergebnisse auch von anderen Arbeitsgruppen ebenso gezeigt werden können, um auch klarzumachen, dass es kein Zufallsbefund ist. Mittlerweile hat man ein anderes Gen gefunden, was, glaube ich, auch wirklich sehr intensiv mittlerweile untersucht wurde, drei verschiedene Studien aus den letzten 5 Jahren, die sehr gut zeigen konnten, dass eben nur bei denen, die Cannabis jeden Tag konsumiert haben und eine besondere Genvariante haben, dass diejenigen ein besonderes Risiko haben, eine Psychose zu bekommen. Im Umkehrschluss heißt das, nicht jeder, der Cannabis konsumiert, hat das gleich hohe Risiko für eine Psychose, nur ist im Moment eben einfach noch nicht bekannt, wer denn da besonders gefährdet ist. Ein weiterer sehr interessanter genetischer Befund ist auch aus dem letzten Jahr. Der zeigt nämlich, dass dieselben Gene, die das Risiko für eine Psychose erhöhen, auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, überhaupt Cannabis zu konsumieren und auch größere Mengen Cannabis zu konsumieren. Das heißt also letztendlich nicht, dass Cannabiskonsum nur zur Psychose führt, sondern das Psychoserisiko auch den Cannabiskonsum unterstützt auf einer genetischen Ebene. Da wurden Angehörige untersucht von Menschen mit einer Schizophrenie, die eben auch einen erhöhten Cannabiskonsum aufwiesen, aber keine Psychose entwickelt haben. Eine andere Studie beschäftigt sich mit der Frage, ob das Risiko denn gleich groß ist, durch Cannabiskonsum Psychosen zu entwickeln. Und da werden noch weitere
Faktoren aufgelistet, zum Beispiel auch die Familienanamnese spielt eine sehr große Rolle, aber auch der Gehalt an THC oder dem antipsychotischen Cannabidiol. Weitere sehr interessante Studie. Wie viele Personen müssten kein Cannabis konsumieren, um einen Fall einer Psychose zu verhindern? Jetzt würde man denken, es ist eigentlich relativ häufig, dass unter Cannabis Psychosen aufstehen. Und diese Zahlen sind von daher, glaube ich, wirklich sehr informativ. Das Ganze ist 2009 publiziert worden in einer sehr renommierten Zeitschrift, in der Zeitschrift Addiction, und zeigt doch, dass die Zahlen sehr hoch sind. Das heißt, wenn man wirklich Psychosen verhindern will, dann ist das mit dem Cannabiskonsum insgesamt, mit der Abstinenz eigentlich gar nicht so weit her, muss man sagen. Untersucht worden sind in dem Fall erstmal nur Psychosen, die eventuell auch nur kurz anhalten können und einmalige Ereignisse sind. Für Schizophrenie liegen die Zahlen doppelt so hoch. Das heißt, bei jungen Männern müssten 2500 Männer zwischen 20 und 24 aufhören mit oder kein Cannabis konsumieren, damit ein Fall einer Schizophrenie verhindert wird. Das wirft doch ein bisschen ein anderes Licht auf den Zusammenhang von Cannabis und Psychose. Eine weitere interessante Studie. Man hat geschaut, von den Personen in Finnland hat man ein Register, da kann man sehr gut solche Sachen untersuchen, fast 19.000 Patienten, die wegen einer Cannabis-induzierten Psychose, meist eine kurze Psychose, die eben nicht so besonders lange stationär behandelt werden muss, hat man nachverfolgt und hat gesehen, dass fast die Hälfte eine Schizophrenie entwickeln, während zum Vergleich das wirklich bei Amphetamin-induzierter Psychose weniger waren, nur ein Drittel, bei Alkohol-induzierter Psychose noch weniger. Und das zeigt eben einfach doch nochmal umgekehrt, das habe ich erst gezeigt, so schlimm ist es gar nicht, das hier zeigt wieder, so schlimm ist es doch. Es gibt also eben einfach die eine und die andere Seite und hier zeigt sich, glaube ich, wirklich ganz deutlich, es ist halt doch so, dass eben ein Stückchen weit der Zusammenhang zwischen Cannabis und Psychose da ist. Und dass da eben durchaus ein Risiko ist, ich glaube, das muss man einfach anerkennen, auch wenn das Risiko in alten Studien häufig hochgespielt worden ist. Wenn man es versucht, ein bisschen ausgeglichener zu bewerten, da muss man sagen, die Daten sind mittlerweile so gut, dass klar sein kann, dass ein Risiko da ist. Dem muss man, glaube ich, Rechnung tragen. Ganz gut diskutiert worden ist, dass in diesem Artikel von 2014, der eben nochmal die Pro- und Kontra-Seiten für einen kausalen Zusammenhang zwischen Psychose und Cannabiskonsum aufzeigt. Das heißt, viele Studien zeigen, dass also wirklich Cannabiskonsum direkt in engen zeitlichen Zusammenhang zu einer Psychose führt, dass auch klar ist, wer mehr konsumiert, hat ein höheres Risiko für eine Psychose. Die gut designten Studien zeigen eigentlich durchgängig, dass es dosisabhängig zu einer Psychose kommen kann unter Cannabis. Die Stärke der Assoziation ist mit einem 40-prozentigen erhöhten Risiko auch einigermaßen plausibel. Experimentell konnte man das allerdings nicht beweisen. Dafür müsste man eben quasi doppelblind Personen Cannabis oder Placebo geben, die eventuell gar nicht Cannabis konsumieren wollen. Das wäre eben nicht machbar. Einige Zweifel gibt es noch. Und da wäre natürlich schön, wenn man einfach mehr Forschung hätte. Vor allen Dingen die Mechanismen, wie denn Cannabis zu Psychose führt, das ist vollkommen unklar. Und das ist eigentlich was, was insgesamt eine wichtige Frage wäre. Und dieser weitere Punkt ist eben auch noch zu bemerken, dass eben nur ein kleiner Anteil, in der Studie waren es 2,6% der Cannabiskonsumenten, eine Psychose entwickelt haben und nur 21% der Patienten, die eine Psychose hatten, haben vorher Cannabis konsumiert, sodass letztendlich also da auch noch kleine Zweifel da sind. Aber insgesamt denke ich, sind da schon durchaus ausreichend Belege da, dass Cannabis eine Psychose fördert. Gut, so viel zu dem Thema. Anderes Thema, Cannabis und Abhängigkeit haben wir heute schon viel zu gehört, will ich gar nicht viel zu sagen, möchte nur kurz von Herrn Hall, einer der legendären alten Cannabis-Forscher, Zahlen von 2015 nochmal mit dazu nehmen. Ich finde immer es schön, wenn man ein bisschen Vergleich hat. Hier ist der Prozentsatz angegeben von denjenigen, die eine Abhängigkeit entwickeln, nachdem sie jemals eine Substanz konsumiert haben. Cannabis 9%, da sieht man einfach, Nikotin ist viel, viel schlimmer, fast ein Drittel.
Bei Heroin hätten wahrscheinlich die meisten gedacht, ist es fast 90%, stimmt aber nicht, hat einfach ein, glücklicherweise eigentlich so ein Image als gefährliche Droge, dass die Zahlen eben einfach so niedrig sind, wie sie zum Glück jetzt mittlerweile sind. Alkohol ist, glaube ich, noch wichtig zu sehen, mit 15%. Das heißt, die legalen Substanzen, Nikotin und Alkohol, sind eigentlich viel schlimmer, als man denkt. Und die illegalen sind eigentlich harmloser, als man denkt, wenn man das Ganze mal biologisch und etwas neutraler angeht. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema, nämlich die neuropsychologischen Defizite. Das sind also letztendlich Störungen von Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Konzentration und so weiter, die durch Cannabiskonsum entstehen könnten. Das wird ja davon untersucht. Klar ist, wer Cannabis konsumiert, der ist während der Intoxikation sicherlich, hat da Defizite. Das ist völlig unbestritten. Es geht jetzt vor allen Dingen um die Frage, ob diejenigen, die irgendwann mal Cannabis konsumiert haben, dann aufhören, ob die weiterhin Defizite haben oder ob die Konzentrationsfähigkeit sich wieder erholt in einem Zeitraum von vielleicht einem halben Jahr oder einem Jahr. Da gab es sehr viele Studien, die gezeigt haben, dass Cannabis zu ganz desaströsen Outcomes führte, die aber letztendlich alle das Problem hatten, dass sie eben die psychosozialen Bedingungen nicht ausreichend berücksichtigt haben, sodass, glaube ich, man ganz viele von diesen Studien eigentlich nicht verwerten kann. Deswegen möchte ich aber diese Studie ein bisschen im Detail vorstellen. Das ist eine Studie von 2012. Und zwar deswegen, weil da die gleichen Personen über einen langen Zeitraum, über 38 Jahre, nachverfolgt wurden und man deswegen quasi in der einzelnen Person nachweisen konnte, ob denn Cannabis die Konzentrationsfähigkeit verändert hat oder nicht. Das heißt, es wurde 5-mal der Cannabiskonsum erhoben, 2-mal ein Intelligenztest gemacht. Und was bei dieser Studie rauskam, war, dass Defizite eben nur dann entstehen, wenn der Cannabiskonsum vor dem 18. Lebensjahr begonnen wurde. Und gleichzeitig, das ist das eine Hauptergebnis, das andere Hauptergebnis ist aber, dass keine Defizite entstehen, wenn mit Cannabiskonsum erst im Erwachsenenalter begonnen wird. Und das ist ja auch wiederum eine sehr, sehr relevante Information, die da drin steckt. Das hier ist jetzt aus der Publikation einfach mal rauskopiert. Hier auf der linken Seite, quasi in grün, sehen Sie diejenigen, die eben als Jugendliche begonnen haben. Hier ist der IQ aufgetragen. Das hier sind die, die unregelmäßig, also eigentlich kein Cannabiskonsum mehr haben im Alter von 38 Jahren. Und das sind die, die weiter gekifft haben, quasi bis sie 38 waren. Jetzt dieses dunkle Schraffierte hier, das ist der IQ, also der Intelligenzquotient als Kind, und in der helleren Balken der als Erwachsener. Und hier sieht man sehr gut, diejenigen, die aufgehört haben mit dem Cannabiskonsum, haben quasi als Kind einen höheren IQ gehabt als Erwachsener. Die, die noch weiter Cannabis konsumieren, bei denen ist der Effekt deutlich ausgeprägter, aber vor allen Dingen hier sieht man, es ist also nicht so, dass sich dieses Defizit durch den Cannabiskonsum wieder zurückgebildet hat, sondern signifikant schlechteren IQ haben diese Personen weiterhin. Anders ist das bei denen, die als Erwachsene angefangen haben, bei denen zeigt sich einfach kein Unterschied, wenn sie aufhören. Und das ist, glaube ich, eben einfach der Haupt- und sehr wichtige Befund, der in dieser Studie erstmals methodisch sauber nachgewiesen wurde. Und das ist das, was, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig ist. Da haben wir also klar gemacht, warum es denn so wichtig ist, dass man eben gerade bei Jugendlichen auf den Cannabiskonsum achtet. Einen kleinen negativen Punkt hat diese Studie. Es sind zwar über 1000 Personen eingeschlossen worden, aber es sind eben einfach nur sehr kleine Gruppengrößen letztendlich von 13 bis 20 Personen, aus denen man diese Schlüsse zieht. Das ist also wirklich nicht viel. Das muss man eigentlich im Hinterkopf haben. Das heißt, auch da ist der Zufall, spielt da immer noch mit rein. Und ich glaube, es ist die erste gute Studie und man bräuchte einfach noch mehr Studien, die das nochmal bestätigen. Klar ist aber auch, es gibt Tierversuche, die im Endeffekt in die genau gleiche Richtung gehen, nämlich dass nur Ratten in der Pubertät durch Cannabiskonsum neuropsychologische Defizite entwickeln und als erwachsene Ratte, wenn sie damit Cannabis beginnen, nicht mehr.
Jetzt gibt es noch eine Studie. Neuer noch, nicht von 2012, sondern 2014, hat Frau Hoch auch schon kurz angesprochen. Das ist eine Zusammenfassung aus drei longitudinalen Studien, eine Meta-Analyse, die vor allen Dingen den negativen Einfluss auf Schulabbruch, Cannabisabhängigkeit, andere Drogen und Suizidversuche zeigt. Aber auch da lohnt sich die Studie, sich einfach mal ein bisschen näher anzuschauen. Wenn man das, die Zahlen hier, die kann man wirklich gut publizieren. Da wird jeder sofort sagen, ja, völlig ist ja nicht akzeptabel, muss man Cannabis sofort verbieten oder noch Schlimmeres. Und wenn man sich das halt genauer anguckt, dann ist das eben einfach, doch relativiert sich das wieder so ein bisschen. Erstmal ist die Information ja wichtig, 63% von denen, die vor 17 Jahren angefangen haben, haben die Schule abgebrochen. Die Gruppe waren nur 48 Personen. 63% davon sind dann eben so um die 30. Wichtig ist auch zu wissen, 20% derer, die nie Cannabis konsumiert haben, haben eben auch die Schule abgebrochen. Das heißt, es ist eigentlich nicht 63%, sondern der Unterschied ist nur 43%. Die Cannabisabhängigkeit um Faktor 18 hört sich wirklich desaströs an. Es waren aber wiederum nur 42 Personen, bei denen 4% von denen, die jetzt nicht vor dem 17. Lebensjahr gekifft haben, haben eine Abhängigkeit entwickelt. Auch da muss man eigentlich wieder mit das Ganze in Relation setzen. So ähnlich ist es eben einfach mit den anderen Drogen ebenfalls. Da muss man einfach schauen, dass die Zahlen sich letztendlich relativieren. Gerade eben bei den Suizidversuchen landet man hier bei einem, also 4% von 45 Personen sind letztendlich Fallzahlen, die dann im Bereich liegen von 2. Und das ist einfach was, das ist nicht mehr statistisch ganz seriös, wenn man da eben das alles auf Cannabiskonsum vor dem 17. Lebensjahr attribuiert. Wie gesagt, Problem war, man hat eine Gruppe, die sehr, sehr klein ist, auch wenn die Studie erstmal suggeriert, wir haben fast 4000 Personen da drin und die Ergebnisse sind sehr valide. Das stimmt eben so nicht. Ich frage mich dann immer, warum hat man da nicht einfach ein bisschen sorgfältiger recherchiert oder es nicht so tendenziös dargestellt, weil was bleibt ist, diese Studien sind eigentlich gut. Es ist auch klar, dass das Risiko trotzdem, wenn man es mal sich anschaut für denen, die nicht täglich Cannabis konsumieren, sondern nur wöchentlich, dann sind die Zahlen immer noch alarmierend genug, finde ich. Es halbiert sich aber bei den meisten Risikoabschätzungen der Wert und erscheint dann nicht mehr ganz so drastisch, aber vielleicht einfach realistischer. Das heißt, was ich damit sagen will, auch wenn man diese Studie hier kritisiert, es bleibt was übrig, ähnlich wie bei den Psychosen. Bei den Psychosen blieb übrig, das Risiko ist höher, wenn man Cannabis konsumiert, eine Psychose zu entwickeln. Und hiermit kann man klar sagen, das Risiko ist höher, neuropsychologische Defizite zu entwickeln, die Schule nicht zu schaffen, andere Drogen zu gebrauchen, Probleme zu bekommen. Nur ist das Ausmaß eben nicht das, was diese Studie eigentlich mal suggeriert hat. Wenn man jetzt noch beides zusammenwirft, Psychose, Jugendliche und Cannabis, dann gibt es auch da Studien, die ich nur kurz erwähnen will, die eben zeigen, dass eben auch im jugendlichen Alter der Cannabiskonsum besonders stark zur Entwicklung von einer Psychose assoziiert. Jetzt die Frage, warum ist denn das so? Und es ist eigentlich ganz einfach. Während der Pubertät wird das Gehirn umgebaut und durch Endokannabinoide gesteuert, dieser Umbau. Und da werden neue Nervenzellen gebildet, es werden neue Axone gebildet, also Nervenzellfortsätze. Und das will ich Ihnen noch mal kurz genauer zeigen. Es ist klar, Cannabiskonsum stört diesen Vorgang. Das hier sind jetzt Raster-Elektronenmikroskop-Aufnahmen von einer Nervenzelle, die wächst. Das sieht man hier oder da oder da oder da. Jetzt hat man verschiedene Substanzen damit zugegeben, und zwar da, wo der Pfeil ist, hat man das reingespritzt und dann 60 Minuten später geschaut, was passiert. Dieses DMSO ist einfach eine Kontrollsubstanz. Hat man reingegeben, bis dahin war es gewachsen, innerhalb von der einen Stunde ist es noch bis hier oben gewachsen, der Nervenzellfortsatz. Jetzt hat man BDNF dazu gegeben, das ist ein Wachstumshormon für Nervenzellen, und da war es zunächst bis da gewachsen, dann hat man es dazu gegeben, eine Stunde später ist es deutlich in die Richtung gewachsen. Jetzt hat man ein Cannabinoid hier dazu gegeben und
dann sieht man letztendlich, wie die Nervenzelle davon oder der Nervenzellfortsatz davon wegwächst. In einem anderen Fall hat man das dazu gegeben und da sieht man letztendlich, wie sich dieser Nervenzellfortsatz wieder zurückbildet. Und das wollte ich Ihnen nur kurz einfach mal demonstrieren. Das ist jetzt noch kein Beweis dafür, dass das im Gehirn überall so funktioniert, aber es ist so ein klarer, ein deutlicher Hinweis dafür, wie denn letztendlich auch Cannabiskonsum in der Pubertät die Reifung von Nervenzellen stören kann. Was man aus dem jetzt Gesagten schließen kann, ist, dass Cannabiskonsum mit gewissen Risiken verbunden ist. Und dass eigentlich das Ziel sein sollte, den Cannabiskonsum so gering zu halten wie möglich. Und ich glaube, darüber steht auch bei allen Einigkeit. Und da kommt, glaube ich, auch der erste Fehlschluss her. Der erste Fehlschluss ist, wenn man den gering halten will, dann muss man Cannabis verbieten, möglichst streng. Und das ist das, was leider eben einfach in der Suchttherapie häufig schon auch bei anderen Substanzen einem klar geworden ist, dass Verbote da nicht unbedingt das der einzige oder der wichtigste Weg sind. Was aus dem eben Gesagten auch klar herauszulesen ist, ist, dass der Jugendschutz wichtig ist. Und da muss man sich eben fragen, führt der jetzige Umgang mit Cannabis zu weniger Gesundheitsschäden oder wäre ein kontrollierter legaler Verkauf eher mit weniger Gesundheitsschäden assoziiert? Ist es also so, dass es einfacher ist, für den Jugendlichen Cannabis zu kaufen, wenn er zu seinem Dealerfreund um die Ecke geht? Oder ist es einfacher, wenn er vielleicht mit Ausweis kontrolliert in einem Laden sich Cannabis besorgen muss und der Dealerfreund überhaupt kein Cannabis mehr hat, weil er zu wenig Kunden hat? Kommen wir jetzt noch zum letzten Teil. Die Zeit ist schon fortgeschritten und Sie haben sicher bald Hunger aufs Mittagessen, deswegen machen wir das jetzt ein bisschen schneller. Ich habe noch die Hypothese mit im Vortrag, dass letztendlich Cannabis, das Verbot gesundheitsschädliche Konsumformen von Cannabis fördert. Es gibt Konsumtrends, nämlich höherer THC-Gehalt, niedriges Cannabidiol, was protektiv ist. Es gibt die Spice-Produkte und es gibt mit Blei gestreckte Cannabis-Produkte. In Leipzig 2008 sind eine Reihe von Personen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das sind letztendlich natürlich wirklich Folgen von einer unzureichenden Kontrolle. Cannabidiol, der zweithäufigste Inhaltsstoff von THC, wirkt neuroprotektiv, hat sehr viele positive Eigenschaften und letztendlich wäre es ein wichtiges Ziel, wenn man einen kontrollierten Verkauf von Cannabis anstreben würde, dass man vorschreibt, dass genug Cannabidiol noch vorhanden sein müsste im Cannabis, weil das eben einfach sehr viele gesundheitsfördernde Eigenschaften hat und noch dazu eben nicht psychotrop wirksam ist. In einer eigenen Studie habe ich kurz gezeigt, dass eben THC zu einer gewissen Atrophie, zu einer Schrumpfung in dem Bereich des Gehirns führt, der für Gedächtnisspeicherung zuständig ist. Und umso höher der Cannabidiol-Gehalt ist, umso weniger stark ist diese Schrumpfung. Und teilweise führt das sogar eben einfach eher zu einem Wachstum von diesem Bereich, wie man hier auf der Seite sehen kann. Hippocampus heißt die Sehirnregion. So, kurz nochmal zu den THC-Gehalten. Hier der Trend in den USA, 1995 bei 4% THC-Gehalt, mittlerweile bei über 8%. In den Niederlanden jetzt Zahlen von 2000 bis 2005, die ebenfalls einen Anstieg zeigen. Und das, was eigentlich noch viel wichtiger ist, hier ist der Anteil von CBD, also Cannabidiol, aufgezeichnet. Der geht gegen Null in den neueren Cannabissorten und lediglich in den importierten Haschisch, was nach traditionellen Bedingungen wahrscheinlich irgendwie noch produziert worden ist, da ist noch ein Prozentsatz von 8% enthalten. In Italien ein ähnlicher Trend hin zu hohem THC-Gehalt. Dann die Räuchermischungen. Letztendlich enthalten die kein Cannabidiol, sind deswegen potenziell schädlicher als Cannabis und haben eine deutlich stärkere Wirkung als Cannabis, letztendlich für den Konsumenten unkalkulierbar und deswegen kommt es einfach zu mehr Überdosierung. Das ist dann auch in dem sehr renommierten New England Journal of Medicine 2013 dokumentiert worden. Da gab es mal eine Welle eines neuen Produktes, was so stark war, dass eben letztendlich
eine ganze Reihe von Patienten, 76 Patienten, an die Notaufnahme mussten innerhalb von eines 4-Wochen-Zeitraums und auch 7 Patienten auf eine Intensivstation aufgenommen wurden. Das gibt es nicht nur in den USA, auch bei uns, hier eine lokale Zeitung aus der Nähe von Mannheim, Krankenhaus statt Glücksgefühl. Das sind eben einfach letztendlich die Folgen von den synthetischen Cannabinoiden, die wirklich auch bis ins flache Land ihre Wirkung gezeigt haben. Das sind also die gesundheitsschädlichen Trends, die sicherlich ganz klar die einzige Motivation, synthetische Cannabinoide zu konsumieren, ist halt, dass man damit der Strafverfolgung entgeht. Und noch dazu sind diese Produkte ja in der Regel weiterhin legal. Das heißt, wir haben was, was legal ist, was der Kiffer nutzen kann, was gefährlich ist, und wir haben was, was verboten ist, was nicht so gefährlich ist. Das ist eigentlich völlig widersinnig, muss man sagen. Der Trend hin zu den höheren THC-Gehalt ist wahrscheinlich eher ein Trend, der ähnlich wie bei der Alkoholprohibition Whisky statt Bier in diese Richtung geht, um letztendlich auch ein Stückchen weit der Strafverfolgung zu entgehen, weil man ja nicht für THC bestraft wird, sondern für Cannabisprodukte, und wenn da ein hoher Gehalt drin ist, dann ist es im Prinzip effektiver für denjenigen, der erwischt wird, der braucht weniger Substanz, hat dann mehr Wirkung. Gut, das hatten wir eben schon mal. Kurze Äußerung noch zu dem Thema, Cannabis ist gesundheitsschädlicher als Alkohol. Da muss man ein großes Fragezeichen ranmachen. Eben wurde schon David Nutt erwähnt, der so eine Untersuchung gemacht hat. Hier ist nochmal eine Aufstellung, das waren diesmal eine niederländische Truppe, die von Experten, die eine Einschätzung gemacht hat, wie gefährlich sind die einzelnen Substanzen, und die sind zum ähnlichen Ergebnis gekommen wie David Nutt in Großbritannien, nämlich Crack, Heroin steht an der Spitze, da sind sich alle einig, danach kommen Tabak und Alkohol, und das ist was, was, glaube ich, einfach natürlich eine große Kontroverse auslösen kann. Cannabis liegt irgendwo hier im Mittelfeld von der Gefährlichkeit her, aber klar ist eben einfach, dass aus meiner Sicht, auch eben einfach als Arzt im Suchtbereich, ist völlig klar, dass der Vergleich von Alkohol mit Cannabis vor allen Dingen deswegen immer zugunsten von Cannabis ausgeht, nicht weil Cannabis harmlos ist, sondern weil Alkohol viel, viel gefährlicher ist, als das allgemein bekannt ist. Das muss man ganz klar sagen. 74.000 Todesfälle versus Cannabis eigentlich null. 2 Todesfälle sind diskutiert worden im letzten Jahr. Die Krankheiten, die man hier auflisten kann für Alkohol, körperliche Krankheiten, psychische Krankheiten, es ist eine so lange Liste, dass eigentlich klar ist, dass dieser Versuch, dass dieser Vergleich immer fast ein bisschen unfair ist. Trotzdem finde ich ganz wichtig, wenn man sich anschaut, was machen wir bei Alkohol? Die WHO hat evidenzbasiert 2010 eine globale Strategie zur Bekämpfung des schädlichen Alkoholkonsums ausgerufen, und da wissen wir sehr gut, da ist eben viel Arbeit gemacht worden seit einigen Jahren, was wir denn da tun können, um den Konsum gering zu halten. Und ich denke, das ist eine sehr gute Chance, diese Dinge zu übertragen auf Cannabis. Und das kann man natürlich nur, wenn man irgendeine Form von kontrolliertem Konsum da zulässt. Basierend auf diesen Forderungen, glaube ich, habe ich mal versucht aufzustellen, was denn, oder beziehungsweise aus dieser Publikation, mit einigen Eigengedanken zusammenzustellen, was man denn an Anforderungen hat. Der Cannabiskonsum soll gering sein, er soll nicht von Jugendlichen gemacht werden, man sollte die Gesundheitsrisiken reduzieren, indem man den THC-Gehalt begrenzt, viel Cannabidiol dazu tut. Und dann geht es eben vor allen Dingen auch darum, das Image von Cannabis als Jugenddroge zu verändern. So. Letzte Folie im Prinzip, die Zusammenfassung. Die Hauptthesen sind, Cannabis ist nicht harmlos, es ist mit Psychosen verbunden, Abhängigkeit und kognitiven Defiziten, wenn es als Jugendlicher begonnen wird. Die Prohibition fördert gesundheitsschädliche Konsumformen. Die Frage, eine der Hauptfragen finde ich, ist, kann Jugendschutz durch staatlich kontrollierten Konsumverkauf besser gewährleistet werden? Und können die Gestaltungsmöglichkeiten, die man dann hätte, eventuell auch genutzt werden, um insgesamt weniger gesundheitsschädlichen Konsum zu produzieren? Das war's von meiner Seite. Vielen Dank.
Vielen Dank. Vielen Dank, Derek Herrmann, für diese relevanten wissenschaftlichen Ergebnisse und Erkenntnisse. Es ist deutlich geworden, wir brauchen mehr Forschung. Also was die Gefährlichkeit von Alkohol angeht, finde ich, da weiß man sehr viel darüber. Das Problem ist nur, dass man darüber nicht so spricht. Bin Ihnen auch dankbar, dass Sie das Thema Jugendschutz nochmal angesprochen haben. Gibt es vor der Mittagspause jetzt noch weitere Fragen oder Anmerkungen zu dem letzten Beitrag? Ich habe noch mal eine Nachfrage zum Thema Jugendschutz, was uns als Elternkreise auch sehr beschäftigt. Cannabis ist ja jetzt verboten, also insbesondere auch für Jugendliche. Wenn jetzt aber eine legalisierte oder eine regulierte Legalisierung ist, ist es ja nach wie vor auch für Jugendliche verboten. So ist bisher zumindest der Kontext. Wenn jetzt das trotzdem... Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Jugendliche beziehen ja jetzt das Cannabis, ich sag mal vom Görlitzer Park, von der Zehlendorfer Eiche, wenn das jetzt alles verboten ist und das keine, es jetzt über staatliche Institutionen läuft, dürfen ja auch unter 18-Jährige nicht kaufen. Wo erhalten die denn dann ihr Cannabis? Weil es wird ja nicht so sein, wenn jetzt eine regulierte Legalisierung ist, dass unter 18-Jährige nicht mehr konsumieren. Es wird ja dann letztendlich von denen über 18-Jährigen sein, die das kaufen. Oder wie sehen die das? Ja, also ich denke, Sie haben schon grundsätzlich recht. Es geht eben einfach um die Frage, was man denn erreichen kann und will. Und ich glaube, dass der wichtigste Punkt der ist, dass man, wenn man eben einen kontrollierten Konsum oder eine kontrollierte Abgabe macht, dann kann man damit klar machen und die Information geben, für Jugendliche ist es gefährlich, deswegen erst ab 18. Im Moment ist es so, eigentlich ist jedem klar, Cannabis ist eine Jugenddroge. Das heißt, üblich ist, dass man das als Jugendlicher konsumiert und irgendwann mit Mitte 20 wieder aufhört. Und dieses Image muss sich einfach verändern. Es muss eben irgendwann nicht mehr okay, es sollte nicht mehr okay sein, dass man da irgendeinen 16-Jährigen sieht, der kifft. Und es sollte eben auch nicht okay sein, dass, was weiß ich, der 18-jährige Freund dem 17-Jährigen das Cannabis weitergibt. Und das ist für andere Bereiche, ist das schon längst so. Es ist also schon eine Frage in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Wäre es, wenn mich jetzt ein 12-Jähriger fragt, ob ich ihm eine Zigarette geben würde, dann würde ich natürlich Nein sagen. Das wäre keine Frage, das macht jeder. Und so kann man, glaube ich, so braucht man einfach gesellschaftliche Normen, die viel stärker wirken als irgendwelche Verbote oder nicht. Ist auch klar, dass ich niemals einer Schwangeren eine Zigarette geben würde, wenn die jetzt mich fragen würde, offensichtlich, oder ein Bier ausgeben oder sowas. Also es sind einfach so Dinge. Ich glaube, darauf muss man abzielen, dass es ein gesellschaftliches Umdenken gibt, hin dahin, Cannabis ist nichts für Jugendliche. Cannabis ist für Erwachsene relativ harmlos und die Jugendlichen müssen das eben auch dann ein Stückchen weit sehen, dass man vielleicht denen auch sagen kann, Cannabis ab 18 und vorher nicht. Und da muss, glaube ich, einfach sich was bewegen. Ich glaube, da ist ein Ansatz aus der Prävention ganz wichtig und ich finde auch, dass... im Endeffekt ist es ja auch ein Desaster, wie in Deutschland mit dem Jugendschutz beim Alkohol umgegangen wird. Seit dem Komatrinken macht man da mehr. Ich glaube, beim Cannabis kann man da auch ein Umdenken einfach einleiten. Also wo ich Ihnen auch beipflichten muss, ist in Bezug auf Alkohol, dass Alkohol also gefährlicher ist, ist für mich aber auch der Umkehrschluss, dass man das Thema Alkohol auf neue Beine stellt in Bezug der Diskussion jetzt um regulierte Legalisierung und nicht nur Cannabis. Da kann ich Ihnen nur beipflichten. Danke. Ja. Vielen Dank. Ich muss jetzt mal kurz aus meiner Rolle als Moderatorin raus. Ich habe auch noch eine Frage. Bei der Darstellung Ihrer Ergebnisse war das manchmal so für mich so von hinten herum. Wie viele Personen müssten nicht konsumieren, um einen Psychosefall zu verhindern? Psychoserisiko erhöht Cannabiskonsum. Was macht es eigentlich so schwer, Zahlen zu nennen, die wir aus anderen Zusammenhängen kennen? Also beispielsweise auf 100.000 Einwohner kommen so und so viel irgendwas. Oder
auf 1000, warum ist es so schwer, eine Zahl zu nennen, auf 1000 Konsumenten kommen so und so viel psychiatrische Auffälligkeiten. Das habe ich nicht verstanden. Was ist so schwer daran? Ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Schwer ist zu sagen, diese psychiatrischen Auffälligkeiten werden durch Cannabis verursacht, weil eben psychiatrische Auffälligkeiten in der Regel durch ganz viele Faktoren verursacht werden und sich einen rauszugreifen und genau zu sagen, wie soll man den gewichten, das ist das Riesenproblem und das ist eben, wie gesagt, einfach sehr, sehr schwierig. Dafür braucht man diese Studien. Ja, vielen Dank. Da sieht man nochmal, wie differenziert das Thema auch wirklich zu bewerten ist.